Die Lehre Jesu ist keine einfache. Also im Alten Testament ist es ziemlich klar, auch für die Juden, es gibt 613 Gebote, die man zu befolgen hat. Dann ist man ein gesetzestreuer Jude. Für uns Christen stellt sich die Sache ein bisschen komplizierter, weil die meisten dieser Gebote aus dem Alten Testament, also rituelle Sachen sind, die uns nicht betreffen. Aus einem Grund, es gibt keinen Tempel mehr. Die betreffen auch die Juden eigentlich nicht, die meisten heutzutage. Aber für die Juden ist es klar, was sie einzuhalten haben und was nicht. Aber wenn man die Seligpreisungen liest, wird es kompliziert als Christ. Das ist eigentlich das, wonach wir uns richten sollen. Das ist der Anfang der Bergpredigt Jesu. Das ist ein bisschen mehr als nur diese Seligpreisungen. Aber damit fängt's an. Aber was bedeutet das schon, dass selig die sind, die arm vor Gott sind? Kannst du das definieren, was Armut vor Gott bedeutet? Also eines kann ich sagen, das bedeutet nicht das, was ich zu leben versuche, also die evangelische Armut, dass man auf alles verzichtet. Ja, was bedeutet das dann? Wie viel darf ich besitzen, wie viel nicht? Wie soll ich mit meinem Vermögen umgehen und wie nicht? Vielleicht geht es auch um eine geistliche Armut, also nicht um Dummheit, sondern um Demut oder sonst etwas anderes. Einsatz Jesu, 1000 Fragezeichen. Es gibt aber einen Grund, warum Jesus das so offen und unerklärt lässt. Dazu muss man in die Lesungen schauen, die wir heute gehört haben. Die erste ist aus dem Buch Zephania. Es ist einer der kürzesten Bücher in der Bibel, also im Alten Testament auf jeden Fall. Es sind nur 3 Kapitel. Also das liest man vor dem Frühstück oder beim Frühstück kann man es lesen. So kurz ist das Buch. Und wir haben diese Lesung gehört, die ist ein bisschen zerfleddert, ein bisschen vom Anfang was, ein bisschen was von Mitte. In dem ganzen Buch geht es um eine Sache, um das, was es im Alten Testament immer geht, wenn es um das Volk Israel geht. Sie wurden so reich beschenkt von Gott, mit einem Land, das von Honig und Wein und Milch überfließt. Sie haben den Tempel bekommen. Alles, was sie sich wünschten. Und trotzdem sind sie untreu geworden. Und der Prophet Zephania, der versucht aufzuzeigen, wohin das führt, also ins Verderben, wenn man sich nicht nach dem richtet, was Gott einem ins Herz legt. Aber er kündet auch die Hoffnung an. Gott ist derjenige, der dieses Volk erretten wird, nicht aus eigener Kraft. Wenn wir in die zweite Lesung schauen, das ist der Anfang des ersten Korintherbriefes. Paulus, Korinth, seine geliebte Gemeinde. Und diesen Brief schreibt er 2-3 Jahre, nachdem er diese Gemeinde gegründet hat. Also der Brief selber ist ein bisschen später, aber also datiert. Aber das, was hier drinnen ist, das ist das, was 2-3 Jahre nach der Gründung dieser Gemeinde passiert ist. Und wir haben schöne Sachen gehört heute, aber wenn man den ersten Korintherbrief liest, den Anfang, da ist es nicht so schön. Da berichtet Paulus davon, dass es da nur Streit gibt unter den Christen. Nicht, dass die Christen bedroht sind, sondern dass sie untereinander streiten. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, deswegen lebe ich so, ich gehöre zu Apollos, also ich habe mit denen von Paulus nichts zu tun. Und da gibt es noch welche, die zu Petrus gehören. Und manche bekennen sich sogar zu Christus. Es gibt nur Streit. In einer Gemeinde, die von Paulus gegründet wurde, 2-3 Jahre nach der Gründung, wo alles noch frisch ist. Und trotzdem. Das ist der erste Schritt, diese 2 Lesungen, den wir in der Nachfolge tun sollen. Das ist eine ganz einfache Sache, Selbsterkenntnis. Es geht darum zu erkennen, dass ich selber eigentlich nichts kann, also für das Reich Gottes nichts tauge. Also jeder von uns hat viele Fähigkeiten, die manchen sind mehr ausgeprägt, die anderen gar nicht. Und das ist okay.
Du darfst Talente haben. Und es ist gut, wenn du es anstrebst, dass du diese Talente entwickelst und dass du etwas Gutes tust. Also ich mag zum Beispiel sehr Japan und diese Kultur, auch wenn sie keine Christen sind. Da ist es so, wenn ein Handwerker ein Handwerk lernt, dann lernt er es richtig. Ein Geselle ist man da 10 Jahre oder länger, kommt auf den Beruf an. Bis du Meister bist, sind die Haare schon ausgefallen. Früher geht's nicht. Das Streben nach Vollkommenheit ist eine Tugend. Aber wenn es um das Reich Gottes geht, taugen deine und meine Talente nichts. Warum die Kirche in Europa manchmal so aussieht, wie sie aussieht? Weil wir alles aus eigener Kraft machen wollen. Weil wir auf uns selber vertrauen. Auf unsere Weisheit, auf unsere große Erfahrung. Ja, seit 2000 Jahren machen wir das schon in Europa und wir machen es gut. Wir wissen, wie es geht. Ja, hätten wir es gewusst, würde die Kirche hier anders ausschauen, wage ich zu behaupten. Ja, und wir haben die Mittel, die finanziellen Mittel dafür. Ja, manche Kirchen in Europa haben es. Und wir haben die Werkzeuge dazu. Ja, haben wir. Und? Schaut euch um. Halb leer sind wir. Wir sind keine Pfarrkirche. Ne? Und es ist kein Wettbewerb, wie viele Leute zu uns kommen. Aber das sind Tatsachen. Dass die meisten Christen keinen Glauben haben, die meisten hier getauft sind. Warum? Weil wir den Glauben nicht verkünden, weil wir für das Reich Gottes nicht das einsetzen, was wichtig ist. Also das ist der erste Schritt. Ein bisschen desillusioniert ist man danach, wenn man das erkennt. Also eigentlich kann ich mich abmühen, kann ich machen, was ich will. Das Reich Gottes wird es nicht größer machen, was ich auch tue. Warum dann überhaupt etwas tun? Das ist die nächste Frage. Aber das ist eine Frage, die man zurückstellen muss, weil sie nicht wesentlich ist. Da geht es nur um dieses Erkennen. Was ich auch tue, das ist nicht dein Werk. Das Reich Gottes ist nicht dein Werk. Es ist ein Geschenk Gottes. Jetzt kommt es zu dem zweiten Schritt, der nicht so unangenehm ist, aber ich glaube noch komplizierter. Ich habe euch gesagt, mit diesen Seligpreisungen, das ist so eine Sache. Also ich kann persönlich für mich nicht viel damit anfangen. Wenn du etwas damit anfangen kannst, gut. Dann hast du mehr verstanden als ich von diesem. Ich für mich habe so meine Schwierigkeiten, weil sie so unbestimmt sind. Weil es da keine klaren Worte Jesu gibt. Tu das und lass das. Aber was bezeichnend ist für diese ganze Bergpredigt. Ganz am Anfang stehen diese drei Sätze, also zwei Sätze sind es. Jesus sieht die vielen Menschen, er geht auf einen Berg. Und was machen diese Menschen? Das ist der zweite Schritt in der Nachfolge. Ja, die pflanzen sich dahin und hören ihm zu. Das ist auch das, was Jesus den beiden Schwestern ans Herz legt, Martha und Maria. Die eine tut vieles, was nicht schlecht ist, aber es bringt eigentlich nichts. Und die andere tut nichts. Sie setzt sich nur hin und hört Jesus zu. Zu seinen Füßen ist sie. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Kirche sehr nötig haben. Aber was du auch sehr nötig hast, damit deine Nachfolge kein leerer Aktivismus wird, sondern etwas, was aus der Beziehung mit Gott kommt. Und da braucht es einfach, zu Jesus zu kommen und nichts zu tun.
einmal ihm zuhören, was er zu sagen hat über dein Leben, was Gott über dein Leben denkt. Hast du das schon einmal gehört von ihm im Gebet? Wo Gott dich darauf hinweist, das ist so schön in deinem Leben und das kann ich mir nicht anschauen. Das geschieht ganz einfach in der Gewissenserforschung zum Beispiel, aber auch in anderen Momenten, wo Jesus dir auch sagen kann, wo der Weg führt, dass du keine Angst haben musst um deine Zukunft, um die Zukunft deiner Kinder, deiner Enkelkinder und so weiter. Dass er uns alle beschützt. Das bedeutet nicht, dass er dein Leben bewahren wird, also vor dem Tod, oder dass er dich vor jedem Leid bewahren wird, sondern dass wir in den Händen Gottes sind. Das ist das, was in der Bibel steht über Gott, der sein Volk ruft, dass es ihm zuhört einmal. Dazu ist auch der Sonntag da, um ihm Gehör zu schenken. Ich lade euch dazu wirklich eindringlich ein. Dieser erste Schritt ist wichtig, aber der ist nicht der wichtigste. Weil wenn du das nicht selber machst, dann machen es andere für dich und sagen, was für ein Versager du bist. Es stimmt nicht normalerweise, was die anderen über dich sagen. Aber die werden dich schon darauf hinweisen und daran erinnern, dass du auch überlegen solltest, was von dem, was du tust, für das Reich Gottes von Bedeutung ist und was nicht. Aber der zweite Schritt ist viel wesentlicher, auch wenn er so unproduktiv ist. Aus dem kommt alles. Zu ihm zu kommen, sich zu seinen Füßen hinzusetzen und ihm zuzuhören. Nur das. Und du wirst erleben, aus diesem sich hinsetzen und zuhören, erwächst sehr vieles. Ich wiederhole mich, aber vor ein paar Wochen bei der Merkonferenz in Augsburg. Eine Sache, die in einer Wohnung angefangen hat, mit ein paar Hanseln, die einfach das Bedürfnis hatten zu beten, haben einfach angefangen, sich zu den Füßen Jesu immer wieder hingesetzt, ihm zugehört. Die erste Merkonferenz, das waren 140 Leute, jetzt sind es 10.000. Weil dort etwas geschieht, was wesentlich ist. Dieses Hinhören auf das Wort des Herrn in unserer Zeit. Er spricht auch zu dir. Also zögere nicht mehr, warte nicht mehr. Setze dich zu seinen Füßen und höre ihm zu.